So, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3 Drake's Deception. Nach einer kleinen Essens- und Trinkenspause begeben wir uns, ja, wieder zurück hier ins Abenteuer. Denn es hat ja letzte Folge nicht so gut geklappt, wie es eigentlich sein sollte. Uns hat leider jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht und dafür werde ich mich jetzt erstmal rächen. Und, okay, hier ist keiner mehr in der Nähe. Ja, das ist mir bewusst. Drake. Also wir werden definitiv. Ja. Euch werde ich mir definitiv vornehmen. Die kleinen Arschgeigen. So, das war der erste. Dann kümmern wir uns jetzt um den Typ da oben drauf. Oh, ich bin ein Ninja-Meister. Eine Trophäe verdient. so, ich glaube, irgendwo hier oben war noch jemand. Ja, genau da. Dich hole ich mir noch. Dann gehen wir da rüber. Und holen uns dann den Kerl. Oder? Ja, so machen wir es. Glaube ich zumindest. Ho. Bleib doch mal da, wo du bist. Okay. Na, verdammt. Okay, sie haben uns gesehen. Naja, dann gibt's halt eben Baller-Action. Ich wollte mich ja rächen, also von dem her wird sie wohl nicht so schlimm sein. Oh, ich sollte überhaupt zum Gewehr wechseln, natürlich. Ich habe keins. Das ist ja nochmal natürlich sehr nice. Oh, shit. Na du, kleiner Klops. Eine Überraschung für dich. So, warte mal. Bam. Jawohl, der hat gesessen. So, oh, okay, da. Wow. What the fuck? Wo kommst du denn her? Wo kommst du jetzt ausgerechnet her? Leute, nicht mit mir. Ach du Schande. Ja, hier ist super Scharfschützen. So. Okay, hier haben wir eine gute Ausgangsposition. Wow. Wo denn? Nein, das ist nicht gut. Shit. Jetzt kommen wir in eine Bedrulle. Ja, aber wir das Licht da oben nicht ausgeschaltet haben. Ich wusste es doch. Du bist der Kern des Ganzen. Nein, du bist der Kern des Ganzen. Oh, doch, nein. Uff. Na komm. Nicht mit mir, was bist dich? Oh, na komm schon. Oh, gib mir doch nicht ständig aufs Maul. Na endlich. Oh, ins Kreuz, das ist natürlich nicht fein, Drake. Das ist natürlich echt nicht fein. Jemanden so ins Kreuz zu bratzen. Aber ihr habt es nicht anders gewollt. Ich habe gesagt, ich werde mich rächen und Rache ist Blutwurst. Oh, boing.
So. So. Du hast auch kein Kirschenschlecken mehr. Oh, ich glaube, das war's. Oder? Oh, ich glaube schon. Ja. Sieht so aus. Okay, gut. Ja, das war jetzt ein bisschen actionlastig, aber jetzt habt ihr meinen Versprecher mitgekriegt. Okay. Aber nichts passiert. Genau. Ein alter Schuppen. Na prima. Das ist ein. Ja. Oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Mhm. Und du hast recht. Warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal. Oben, unten. Es ist dasselbe Thema. Wieder und wieder. Also eine weitere. Ja. Wir wissen es noch. Es sieht fast so aus. Das Teleskop. Ja, klar. Okay, wir sehen auch schon so eine Plattform. Die werden wir uns gleich mal. Das Symbol wieder. Ja, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben. Warte. Ah, ich habe schon gefunden. Ja, aha. Unten so oben. Ja. Okay. Beweg das Visier nach oben. Was siehst du? Nichts außer gähnende Leere. Der Turm meinst du? Nein. Was ist das drunter? Ja. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sally. Sie sind da drüben! Shit! Die haben uns! Komm schon, Charlie! Schon wieder? Come on! Okay, noch mehr Action. Aber ihr liebt Action. Oh, und Sally liebt auch Action. Sally! Boah, schnell mit dem Ding. Okay, Sally! Oh, nee. Jawohl, schön gemacht, Sally. Okay. Ein paar Granaten? Nö. Die hätte uns jetzt fast das Leben gekostet. Alter Schwede. Hä? Ach. So, du da drüben, du hältst jetzt erstmal schön den Rand. Ach du Schande. Okay, das war eine coole Aktion. Und dann schwingen wir doch mal unseren Arsch hier rüber. Ja. What the? Also. Na, ein paar Granaten können die schaden. So. Na komm. Na gut. Okay, da geht's definitiv nicht lang. Okay, da auch nicht. Okay. Nachdenken. Okay, hier gibt's einfach nichts. Okay, dann müssen wir so rüber. Nein. So einfach mache ich euch das nicht. Eben. So einfach mache ich euch das nicht. Scharfschütz!
nix da, Leute. Wow. Ja, 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 ja. Na, da soll nicht die ganze Grabstätte da ruinieren. Okay. Gut. Okay, Sully hat doch einen schönen Weg uns da rein. Oh. Okay. So. Klettern wir mal hier schön hoch. So, wo sind wir denn? Okay, wir sind direkt im Turm. So. So. Dankeschön, Sully und Chloe. Ja. Und nochmal. Zack. So. Das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Hm. Da kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Hä? Hä? Warum redet denn ihr nicht mehr? Hey, vielleicht um die Ecke. Ja, okay. Hey, da war ich doch gerade eben. Ihr wollt mich doch jetzt gerade verscheißen, oder? So, nochmal. Ah, okay. Jetzt kommt erst das Event. Nein. Geben Sie sie mir. Oh, der hat einen Pfeil im Nacken. Gut. Das Tagebuch. Oh, das ist gar nicht gut. Danke. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein! Shit. Er ist weg! Was zur Hölle? Hey Charlie, bist du okay? Charlie? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass der Böse es nicht zu hoch macht. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Yeah. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los. Okay, erstmal den Tee umrühren und schön die Katzen genießen. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallus. Charlie, hör zu. Hey, alles ist hau gut. Ab. Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwohin mit. Komm. Komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Oh oh. Okay, was auch immer das für Drogen waren. Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Paul, wie machen wir das? Charlie hatte eine Spur, ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Magiers. Oh Mann, ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Okay. Hey, Tatsache. Oh, und da haben wir was entdeckt. Na los, komm schon. Oh, wieder kleine. Okay.
Der andere hat sich irgendwie mit seinen Taschenspielertricks hier schön aus der Affäre gezogen. Meine Fresse, es ist schon spät. Und ich verplapper mich wieder. Und wir sind schon in Kapitel 9, der Mittelweg. Okay. Alles klar. Aber. Na los, komm. Alles gut. Okay, wenn du das sagst, Drake. Wohin bringst du mich? Geh einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an! Alles okay? Okay. Ganz ruhig. Der Arme schiebt ganz schöne Hallus. Ja, das werden wir dem noch heimzahlen. Boah, die Effekte sind echt geil. Ich mach das. Also, da hat Naughty Dog echt Respekt, Leute. Respekt. Also an eure Uncharted-Reihe da. Ja. An der habe ich einen Narren gefressen. Halt! Okay, komm schon, das packst du. Oh Gott, ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus! Okay. Wir haben es geschafft. Und nochmal. Ja, das wird ja mal besser. Okay, warum brennt der Feuer, wenn da noch niemand drin war? Oh, komm schon. Ho. Komm schon. Schlag! Nicht ins Gesicht! Nicht, das willst du nicht hier! Bro. Boah, scheiße, der schiebt echt böse Paras. Oh. Okay, du willst das nicht wirklich. Na komm schon, lass mich doch in Ruhe. Ich bin's, Drake. Hallo. Dein Kompagnon, dein Kumpel, dem du absichtlich eine Kugel. Oh. Na komm schon. Okay, aber solange es nur beim Dreieck drücken bleibt, alles gut. Doch, jetzt wirkt er nicht. Okay. Autsch. Aua. Komm schon, ich. Oh, muss ich den jetzt wirklich boxen? Ich will nicht. Hey, ruhig dich, okay? Na komm. Oh, Charlie, Alter. Oh, der bringt mich um. Charlie, stopp! Cutter! Charlie? Nein, was machst du? Nicht! Charlie, du erwürgst Nate. Okay, du musst zuhören. Du erwürgst Nate. Charlie! Okay, zum Glück brennt da eben die Fackel. Keine Ahnung, warum die überhaupt brennt. Aber okay. Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Ah, Sally. Wow. Auf ein neues. Ich gehe zuerst. Okay. Toll. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauch Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Eben. Hallo, seid wieder anständig.
Okay, das war erstmal eine üble Action. Auch sag mir nicht, wir müssen wieder da runter. Ja, der... Na klar, warte mal, wie hoch ist das? Ah, okay. So hoch ist das gar nicht. Sah nur hoch aus. Okay. Ja. Ja, dann laufen wir mal hier entlang schnell. Okay, warte mal, hier sind Bahnen. Das heißt, wir müssen... bitte nicht. Sag mir bitte nicht. Ja, eben. Mein Notizbuch. Du hast es Talbot gegeben, weißt du noch? Was? Nein, hab ich nicht. Ach, deine Knarre auch. Oh, verdammt. Okay, der Fall zündet erstmal hier alle Fackeln an. Na, dann mach ich mal mit schnell. Jetzt auf einmal können wir die Fackeln anzünden. Das finde ich irgendwie komisch. Ah, okay. Wieder auf. Ah. Ja, ja, ja. No, okay, da sind schon Holzdielen. Okay. So, das müsste das letzte gewesen sein. Unglaublich. Aber das Licht passt irgendwie auf nichts. Ja, ich glaube, das müssen wir noch drehen. Irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie. Ach, der, okay. Der hat ein Tor gefunden. Grandios. Ja, okay. Der rollt mit der Fackel, das ist alles kein Problem. Ja, na komm, Drake. Ein bisschen flotter. So, dann schauen wir mal weiter. Oh, ich hasse Labyrinthe. Oh, okay, da brennt was. Ja. Da brennt was. Also da ist was Brennbares, sagen wir es mal so. Ist das das Wasser? Oh nein. Hört ihr das? Nein, es sind diese grässlichen Spinnen wie bitte, aus Frankreich. Bitte sag mir, dass du die auch siehst. Ja, ich sehe sie. Wirklich? Ja. Was machst du? Ich renne, sollte ich es über dieses Becken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt. Wasser muss fließen. Hast du eine bessere Idee? Wirf die Fackel da runter. Vielleicht kannst du das Becken entzünden. So. Genau so. Jawohl. Und? Nochmal mit der anderen. Ah, gut, dass da einfach mal so eine Fackel rumliegt. Sieht aus, als wäre ja. Da hochwerfen und das Ding entzünden? Ich versuch's. Nicht schlecht. Jawohl. Das Problem ist nur, wie komme ich jetzt darüber? Oh, bitte nicht. Oh doch. Okay, Drake. Dann auf ein neues. Und tot. Ja. Okay, wir probieren es nochmal. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich glaube, diesmal überziehen wir sogar ein bisschen die Folge. So, okay. Ja. Nee, das war nichts. Okay, gut, dass die Fackeln da respawnen. Okay, das sollte reichen. Hey. Okay, es klappt jetzt nicht so, wie ich das haben will. So, jetzt aber. Nicht schlecht. Genau so. Jawohl. Okay. Okay. Du hast gut Kirschen essen. Okay. So, das hätten wir auch geschafft. Oh Gott. Warum hat... Jetzt weiß ich, warum echt jeder Spinnen hasst. Okay, wo müssen wir das jetzt hinwerfen?
glaube. Warte mal. Ach, okay, wir springen einfach mal da runter. Da kommen wir. Uff, das war close. Du musst das letzte Becken entzünden, bevor wir springen. Hä? Was muss ich entzünden? Hä? Ihr seid irgendwie bescheuert. Okay, geh an die andere Kurbel und hilf mir mal. Dann legen wir los. Ja, ich dachte schon. So. Lassen wir mal das Wasser fließen. Lassen wir das Wasser fließen. Wir nehmen uns mal lieber eine Fackel zu sich mit. Was ist los, Charlie? Oh, Wasser scheut mir ein kleines Kotzchen. Ich hasse Wasser. Sei nicht so eine Lämme. Ach ja. Was hast du nun? Oh, da oben ist ein Schatz oder sowas, glaube ich. Warte mal. Ha, Tatsache. Na, den holen wir uns mal. Hallo? Oh nö, ich hab den Schatz verpasst. Naja, whatever, Bros. Wir gehen hier rüber. So, und dann gehen wir mal hier in die Kurbel. Und bringen mal hier das Wasser zum Fließen. Einfach drehen, drehen, drehen. Oh, es füllt sich mit Wasser. Jetzt wird es interessant. Hey, anscheinend lassen sich die Projektion auf die Landmassen ausrichten. Na los, dreh ihn. Ja, ja, chill doch. Gott. Warte mal, ja, genau so könnte es passen. Ja, so passt es definitiv. Das sind ja auch die Sterne oder was das da sein soll. Genau. Tada! Und schon haben wir das Rätsel gelöst. Oh, es kommt ein Fahrstuhl hinab. Ich glaube. Ja, genau. Gar nicht schlecht geschafft. Unglaublich. Du sagst es, Keule. Du musst da Eingang zum. Ja. Okay. An dieser Stelle machen wir erstmal eine Pause. Und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, bewerten, kommentieren, alles was dazugehört, Daumen hoch, Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir bitte, warum es euch nicht gefallen hat und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, bis zum nächsten, ja, bäh, genau, einfach bis zum nächsten Mal, wir sehen uns, ciao.